DTM startet in ein neues Rennwochenende und das dieses Mal an einem sehr historischen Ort. Nämlich da, wo vor 35 Jahren alles begann für die Serie. In Solda startet dieses Mal das Rennen und er war mit dabei vor 35 Jahren. Unser Gast heute, Harald Groß, mit einem BMW 635 CSI bist du damals gestartet. Ja. Damals, 35 Jahre, das ist schon ein bisschen her. Was für Erinnerungen hast du denn noch dran? Eigentlich nicht so gute, weil ich habe das erste Rennen dominiert, habe das Rennen auch gewonnen. Und dann konnte ich nach anderthalb Stunden, wurde ich mal wieder disqualifiziert. Aber diesmal nicht wegen ruppiger Fahrweise oder weil ich mit den Kollegen nicht so nett umgegangen bin, sondern es wurde die Auspuffanlage kontrolliert. Erst war ich 2 Dezibel zu laut. Dann anschließend haben sie 4, 5 identische Autos geprüft, das Gleiche. Und dann hat man festgestellt, am Motor, der Ventilhub um 0,02 mm wäre zu groß gewesen an einem Zylinder. Daraufhin wurde ich disqualifiziert, aber bescheuert war, den Sieg durfte ich behalten, nur die 20 Punkte hat man mir aberkannt. Und danach ist der Motor verblombt worden und in den nächsten 4 Rennen habe ich noch 3 gewonnen. Und danach ist der Motor zum Werk zurückgegangen und alles ist im Sande verlaufen. Ich bin nie bestraft worden, aber dann habe ich am Jahresende die Meisterschaft verloren an den Volker Strelzek mit 2 oder 3 Punkten Unterschied, mit 6 Siegen insgesamt. Trotzdem, ob das jetzt für dich gute Erinnerungen sind oder schlechte Erinnerungen, die Erinnerung wird für alle bleiben, denn du bist derjenige, der quasi in den Geschichtsbüchern steht als der Mann, der das erste Rennen der DTM gewonnen hat. Ja. Bedeutet dir das was oder sagst du, pff, das ist halt ein Rennen, wenn man den Sieg am Ende nicht hat, ist sowas jetzt auch nicht Nein, bedeutet. Es bedeutet mir jeder Sieg was. Ich war ja auch dominierend in der ganzen Saison mit 6 Siegen und trotzdem wird der Volker Strelzek Meister. Er soll ja den Sieg haben, ohne einen einzigen Sieg. Das war unser Eichhörnchen, der hat immer schön Punkte gesammelt und ich habe mich vorne mit den ganzen Leuten rumgeprügelt und ja, mir hat es auch höllisch Spaß gemacht. Ich war auch wahnsinnig erfolgreich und das ganze Team hat hinter mir gestanden. Du bist ja trotzdem, wie man weiß, erfolgreich im Rennsport geblieben und hast dich da nicht abbringen lassen. Ja. Ist das was, wo du sagst, das ist mein ganz persönliches Ding, dass ich mich gerne herausfordern lasse und wieder angreife? Oder ist das ein Muss im Motorsport, dass es anders Nein. gar nicht geht? Man muss auch mal mit Niederlagen leben können. Und zwar 1985 am Ende hat BMW und ich uns zusammengesetzt und wir hatten für 86 kein richtiges Siegerauto. Also hat man mich mehr oder weniger freigestellt, bin dann sofort nach Köln gegangen, einen Einjahresvertrag gemacht mit Option und da muss ich sagen, im Oktober kam schon die Anfrage aus München, ob ich in die Weiterentwicklung oder in die Entwicklung des neuen BMW M3 mit einbeziehen werden möchte und wie meine Vertragssituation war. Daraufhin waren die Kölner sehr großzügig mir gegenüber, haben mich dann ab Oktober nach Ende der Saison freigestellt. Und so konnte ich dann über den Winter mit BMW die Entwicklung des M3 vorantreiben. Und der Lohn war, dass ich das Auftaktrennen dann in Solda 1987 gewonnen habe. Das ist sowieso ein Ding, ne? So mit 9 Autos Auftaktrennen gewinnen, das waren ja jetzt 2, aber du hattest insgesamt 4 solche. Insgesamt 4 Autos. Es fing 1975 mit dem 3-Liter CSL an, mit der Weiterentwicklung am Nürburgring, Pole Position und der erste Sieg. Dann der 635, Auftaktrennen gewonnen mit dem M3 und mit noch irgendeinem Modell. Das heißt, das ist so dein Steckenpferd auch zu sagen, Auftaktrennen reingehen, neues Auto. Du hast ja auch den M3 mitentwickelt, was ja sozusagen eines von den wenigen Fahrzeugen ist, das jetzt nicht wie bei einer typischen Tourenwagenmeister für irgendwie tatsächlich erstmal für die normale Straße und dann modifiziert in den Rennsport rein ist, sondern da habt ihr ein echtes Rennsportauto entwickelt. Also ich muss sagen, BMW hat ja wirklich im Tourenwagensport viel, viel Geschichte geschrieben. Aber der BMW M3 ist als Rennfahrzeug konzipiert und entwickelt worden. Und daraus ist die Serie entstanden. Deshalb hatten wir eine sehr, sehr gute Basis. Vorher ist man hergegangen und hat aus dem Basisauto ein Rennauto entwickelt. Und da ist man genau den umgekehrten Weg gegangen. Und deshalb war es auch der erfolgreichste Tourenwagen der Welt, mit Abstand. Ich glaube, mit über 180 Ländersiegen
und unzähligen 24-Stunden-Rennen, 1000-Kilometer-Rennen und was weiß ich. Also ein traumhaft schönes Auto. Im Regen wie im Trocknen. Und du hast mitentwickelt, da merkt man schon richtig, bei dir fließt auf jeden Fall auch Benzin statt Blut durch die Adern. Du bist auch beim, apropos 24-Stunden-Rennen, 2015, muss man sagen, da warst du schon, ich darf es verraten, hoffentlich, da warst du 71 und bist noch an den Start gegangen. Ja. Damals in einem 235i Racecar warst du da unterwegs und das Interessante ist ja an der Strecke, ich habe mal nachgeguckt, weil natürlich ist Motorsport, darf man nicht wegreden, auch unter anderem ein gefährlicher Sport. Du hattest viel, viel Glück, aber du hattest zwei Unfälle. Der eine in deiner Rennsportzeit damals Ende der 70er am Nürburgring und dann 2013 mit dem Renntaxi. Bist du, glaube ich, auch mal Ja, gut. Ist das für dich sowas, wo du sagst, Mensch, das gehört dazu, da muss man durch? Oder war da so Ende der 70er dann schon so ein bisschen drüber nachdenken, wo du gesagt hast, oh, ob das, vielleicht könnte ich auch Bankangestellter werden? Weniger. Also ich habe rund in meiner Karriere rund 20 Unfälle gehabt, davon 9-mal leider auch mit Feuer, wo ich bis zu 42 Sekunden im Feuer gesessen habe, unter anderem in Le Mans bei 370 Stundenkilometer mit Reifenschaden. Aber das gehört dazu, das passiert eben. Ich habe eigene Fehler gemacht, aber ich habe auch durch technische Gebrechen und Fehler auch böse Abflüge gemacht. Aber das muss man abschütteln und entweder steigt man aus und sagt, das war's und ich mache jetzt was anderes. Aber ich lebe Motorsport und wenn ich analysiere, ich habe eigene Fehler gemacht, dann muss man dazu stehen und sagen, okay, da hast du übertrieben. Und wenn technische Fehler halt, Felgenbrüche oder Reifenschäden oder was weiß ich, dann ist es halt so. Und Gott sei Dank habe ich immer sehr viel Glück gehabt bei den Aufprallwinkeln, ob am Nürburgring, in Le Mans oder in Daytona. Das gehört einfach dazu. Glaubst du, der Erfolg von einem Team und von einem Fahrer liegt auch darin, wenn das eine beständige Partnerschaft ist zwischen dem Hersteller und zum Beispiel Zulieferern und weiteren Partnern? Ist das für dich ein Erfolgsrezept? Auf jeden Fall, vor allen Dingen Vertrauen. Die Materialien, die man zur Verfügung kriegt oder die Partner, Sponsoren, die einem Vertrauen schenken, viel Geld investieren, ist auch wieder mit Erfolg zurückzugeben. So funktioniert halt das Geschäft. Und nicht immer nur sagen, Gott sei Dank, jetzt habe ich einen Sponsorvertrag, jetzt kann ich erstmal wieder auf ruhig machen. Nein, es muss immer Weiterentwicklung sein, man muss sich an sich arbeiten, immer präsent sein, nicht nur für die Medien und immer den Partnern viel zurückgeben. Ich habe zum Beispiel in meiner ganzen Karriere von meinem gesamten Geld, was ich eingenommen habe, ob als Unternehmer, als Teamchef mit eigenem Team oder in mich investiert, von meinem Gesamteinnahmen, 15-20% in Medienarbeit investiert, in Öffentlichkeitsarbeit, an mir gearbeitet. Und so funktioniert eigentlich das Geschäft. Und ich glaube, da waren die Partner auch ganz dankbar und haben da bei dir einiges zurückbekommen. Letztes Jahr war ja auch die Deutsche Tour, da war ein Klassik, da bist du auch noch mit dabei gewesen. Ich war da auch und war in der Box dann unterwegs. Und dann hat man schon gemerkt, das ist eine andere Zeit. Also ich sage mal, das geht schon damit los, dass man bei manchen Autos noch so einen Lenkhebel anstatt so Wippschalter hatte. Ja. Dann 300 bis anstatt 600 PS Aerodynamik war auch nochmal so ein bisschen ein anderes Thema damals. Was würdest du denn sagen, ist heute noch von diesem Urgeist der DTM übrig geblieben? Ist da noch was? Also die Faszination Tourenwagen-Klassik ist ein hervorragendes Produkt. Und alleine, wir haben von 25, 28 Autos 10, 12 BMWs dabei. Und mein BMW, da bin ich richtig stolz drauf, wo ich 1987 das Auftaktrennen mit gewonnen habe, ist in einer hervorragenden Verfassung. Ich habe ja die Profiwertung mit dem Auto letztes Jahr gewonnen. Und was mich besonders stolz macht, dass meine alten Partner aus den 80er Jahren, die Firma Vogelsang in Recklinghausen, mit denen ich sehr, sehr erfolgreich war. Ich habe ja mit denen über 20 Siege nach Hause gefahren. Die sind in diesem Jahr wieder dabei. Das war ein Gespräch bei einer Tasse Kaffee in Recklinghausen von 35, 40 Minuten. Und da war die Partnerschaft wieder besiegelt für die komplette Saison jetzt 2019. Ich meine, Motorsport, das hat ja auch immer ganz, ganz viele Geschichten mit sich. Wir tauchen nochmal ganz kurz zum Schluss in diese Geschichten des Motorsports ein. Dein Spitzname ist ja Nippel. Ja. Wie kam der zustande und wer hat es als erstes gesagt? Mit können wenig, wir das jetzt hier ausstrahlen, wenn der Jugendliche zuschaut? Mit wenigen Worten. Ich habe eine Kraftfahrzeuglehre gemacht und als junger Bursche muss man als erstes immer die Drecksarbeit machen. Ich habe in der LKW-Branche
Kraftfahrzeugschlosser gelernt. Früher gab es noch keine Hebebühnen. Man musste unten in die Abschmiergrube rein und die Drecksarbeiten machen. Autos abschmieren, sauber machen. Da habe ich mir eine Zipfelmütze aufgesetzt und oben mit dem Bommel drauf. Und die, meine Mechaniker, meine Gesellen, die haben mich immer Schmiernippel gerufen. Und daraus ist der Name aus Schmiernippel, ist der Nippel übergeblieben. Und den Namen habe ich bis heute, aber den will ich auch gar nicht ablehnen. Ich bin in der ganzen Welt, ich habe ja auch jahrelang in Japan gefahren und die wussten alle nicht mit Nippel anzufangen. Und dann musste ich das erklären über Dolmetscher und dann haben die alle gelacht und manche konnten da überhaupt nichts mit anfangen. Aber dadurch ist das entstanden. Wenn man so viel erlebt hat wie du und so viele Geschichten kennt, da ist natürlich schwierig, sich auf eine zu konzentrieren. Aber ganz spontan, was ist so die Geschichte vielleicht auch aus deiner DTM-Zeit, wo du sagst, das war so kurios oder das war so extrem, da erinnere ich mich heute noch dran. Gibt es da was? Also ich bin da so vielseitig aufgestellt in den ganzen Rennserien. Aber was mich wirklich stolz macht, als Jochen Nerpasch mir 1974, nachdem ich aus Mexiko nach Hause kam, in München den Vertrag mit BMW Pfalz für 1975 angeboten habe. Ich war wirklich stolz und glücklich. Und dann komme ich zum Nürburgring, fahre Pole Position und gewinne das erste Rennen als Greenhorn aus dem Renault R5 Pokal. Und dann habe ich mich natürlich aufgebaut. Und dann kamen die Länderteams dabei. Ich durfte mit Formel 1 Stars fahren, mit Stuck und wie sie alle geheißen haben. Und ich muss sagen, da bin ich sehr, sehr dankbar drüber. Also du guckst ganz entspannt und zufrieden auf deine Vergangenheit. Wir gucken nochmal am Ende unseres Schaeffler DTM Talks, machen wir immer einen Ausblick noch und schauen mal in die Zukunft der Mobilität. Wie sieht denn für dich die Zukunft der Mobilität aus? Also ich muss mich ja auch bedingt, weil der Konzern, weil alle viel, viel Geld in die Elektromobilität investieren und mich auch mit dem Thema beschaffen. Dass ich jemand noch mal mit dem Elektroauto ein Rennen fahren sollte, ich glaube, das wird nicht mehr passieren. Aber man darf die Augen nicht verschließen. Die Zukunft geht dahin. Auch BMW ist im Moment ja sehr erfolgreich in der Formel E. Soll ja in Zukunft auch hoffentlich weiterhin gemischt bleiben mit optimierten Verbrennermotoren, mit Hybrid, mit Elektro, mit Brennstoff, was es alles gibt. Du bist also ein Fan von Auswahl haben. Wenn ich das richtig höre. Auf jeden Fall. Aber man darf die Augen nicht verschließen. Man muss auch da mit weiterentwickeln und einfach in die Zukunft schauen, weil das ist Elektromobilität, Hybrid ist Zukunft. Da geht kein Weg dran vorbei. Auch wenn ich da kein besonderer Freund von bin. Ich habe gerne noch den Geruch, den Sound der Motoren. Aber es ist so, das ist die Zukunft. Den genießen wir jetzt hier noch, diesen Geruch, den Sound und die Motoren noch beim Rennwochenende. Ich sage vielen, vielen herzlichen Dank, lieber Harald. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen. Und wenn Sie noch weitere Talks sehen wollen aus unserer Serie, dann einfach hier in die Playlist schauen. Da gibt es dann noch mehr von den Schaeffler DTM Talks. Und ansonsten freue ich mich, wenn Sie nächstes Mal wieder dabei sind. Bis dahin, alles Gute.